Hallo liebe Knöpfe und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, die Vivi ist bei mir und wir waren mit dem Flieger unterwegs und wir sind jetzt immer noch am Flughafen. Und zwar sind wir in Leipzig gelandet. Die Vivi hat sich auch gerade schon das Auto gesucht, mit dem wir jetzt zur Partner Pferd fahren. Passt gut, was? Ja. Passt, wackelt und hat Luft? Ja. Sie zwängt sich da echt komplett rein. Sieht gut aus. Mhm. Ich habe hier hinten noch Platz mit. Ach nee, danke du. Nachdem die Vivi jetzt ja die grandiose Idee hatte, in dieses Auto zu steigen, muss ich ihr da jetzt raushelfen und sie irgendwie aus diesem Ding rausziehen, weil sie sitzt mit ihrem Hintern fest. Wir haben heute mal wieder den totalen Chaos-Tag erwischt. Erst war ja die Maschine in Frankfurt kurz defekt, sodass die Technik nochmal kommen musste und da was reparieren musste. Dann kommen wir hier eine Stunde verspätet in Leipzig an, laufen zum Bahnhof oder zum S-Bahnsteig und jetzt fallen hier irgendwie alle Züge aus, weil die Probleme haben. Und Taxifahrer wollen uns voll abzocken und mega viel Kohle für das kleine Stückchen haben. Und jetzt sind wir gerade am Überlegen, was wir hier als nächstes tun, ob wir heute nochmal auf die Veranstaltung gucken. Die Vivi und ich sind jetzt mittlerweile hier schon im Messegebäude angekommen und sind jetzt auf der Suche nach dem Messehaus, wo wir da unsere Akkreditierung holen müssen. Und was uns aber auch schon aufgefallen ist, dass hier alle Leute super nett sind. Also finde ich echt bis jetzt top.
gerade hier noch in der Halle. Kennt ihr die anderen? Die Bibi kennt ihr? Bea? Tina. Tina? Ich muss auch nach dem Namen fragen. Voll peinlich. Wir haben jetzt gerade das Freispringen geguckt und jetzt wird hier vor uns für den großen Preis aufgebaut. Und die Bibi und ich hatten noch total das Desaster, aber das erzählen wir euch, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Wenn wir dann nachher im Auto sitzen, weil wir werden nicht zurückfliegen. Die Vivi und ich sind jetzt wieder zu zweit. Wir sind jetzt gerade dabei, von der Messe uns noch ein Taxi zu suchen, weil wir jetzt noch zur Sixt müssen, uns da ein Auto abholen, was wir schon reserviert haben. Ach, warum steht da jetzt kein Ausgang, Vivi? Ich krieg die Krise. Da. Ja, wir müssen jetzt noch mal gucken, wo genau wir dann jetzt rausgehen. Wir hatten nämlich, Vivi, da steht überall noch Ausgang. Wir hatten nämlich das unfassbare Glück, dass die Maschine heute überbucht worden ist oder überbucht war und wir deswegen nicht mitfliegen konnten. Und jetzt mussten wir uns noch schnell einen Mietwagen organisieren. Ja, und den. Okay. Und den suchen wir jetzt. Also wir suchen uns jetzt unten ein Taxi und fahren dann. Ich muss mal gucken, dass ich gerade der Vivi nicht so ins Bild renne. Den holen wir jetzt ab. Da fahren wir jetzt, wie gesagt, mit dem Taxi hin. Und dann geht's zu Hause. Noch 390 Kilometer. Yay! Aber schaut euch mal diesen coolen Vorbau einer Messehalle an. Sieht das nicht geil aus? Ihr Lieben, es ist jetzt kurz vor eins und wir sind gerade hier bei Sixt und geben unseren Leihwagen ab. Vorne läuft das schon die Vivi. Und jetzt müssen wir noch gucken, wo wir den Schlüssel hinterlassen können. Und dann geht's weiter zu Vivis Auto und dann endlich nach Hause. Ich bin so müde, du auch, oder? Und es ist mega, mega kalt und wir sind einfach nur froh, wenn wir jetzt gleich nur noch im Bett liegen. Guckt mal, Leute, wie gruselig das ist. Wir sind ganz alleine. Nachts im Frankfurter Flughafen. Und, oh Gott, das ist gruselig. Die Tür da ging gerade auf. Von alleine. Und jetzt suchen wir noch den Automaten, wo wir unser Parkticket bezahlen können. Kriegen dabei wahrscheinlich den Schock unseres Lebens. Und dann zeigen wir euch noch, wo wir das Auto von der Vivi geparkt haben. Wir haben nämlich ein Special Parking gemacht. So, ihr Lieben, wir zeigen euch jetzt, wo wir unser Auto geparkt haben. Ladies Parking. Wie ihr sehen könnt, Ladies Parking, it's all pink. Oh, normalerweise ist das hier auch alles pink. Ist bei dem Ding jetzt nicht. Aber irgendwo sind hier auch
Blümchen an den Wänden. Vor unserem Auto. Ja, aber ich will dein Auto nicht mit Kennzeichen zeigen. Oh. Deswegen zeige ich lieber die komischen Audis hier. Guckt, da sind sogar Blümchen. Ihr werdet jetzt die gleichen Ausschnitte im Nadines-Vlog und in meinem Vlog. So, wir sind jetzt an Pippis Auto angekommen. Und es war ein wirklich sehr, sehr lustiger Tag. Ich habe mich gefreut, wieder auch die Bea zu sehen, den Tag mit meiner Frau Glitzy zu verbringen, die Tina kennenzulernen und ja, die zwei von Engard. Die Saskia haben wir getroffen und den Patrick und die Laura von der Reitsportgalerie. Und ja, ich glaube, jetzt gehöre ich einfach nur noch ins Bett. Hinter dem Auto von der Vivi im Hintergrund, vielleicht hört ihr es, filmt sich auch gerade noch die Vivi. Und ja, ich gehöre jetzt einfach nur noch in mein Bett. Ich bin wirklich hundemüde. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben euch so ein bisschen mitgenommen und euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben. Und ja, jetzt will ich einfach nur noch ab nach Hause. Deswegen sage ich jetzt einfach nur noch ganz schnell Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, bis zum nächsten Video.